Hallo liebe Zuschauer von Easy German, willkommen zu einer neuen Episode in Fulda. Wir sind das erste Mal dabei, ich bin Kerstin. Anna. Und ich bin Elena. Und wir laufen jetzt mal los und fragen die Leute hier, was bedeutet Studentenleben, was kann man hier auf dem Campus so machen. Okay, ich würde sagen, let's go. Studieren in einem Wort. Wie würdet ihr es beschreiben? Studieren bedeutet? Ja, so ein Spruch rausgeklopft für unseren Flyer, ja? Aber nicht in einem Wort. Ein Wort? Drei Worte. Wir geben euch drei Worte. Ja, das lieb. Das ist gut, ja? Ich bin nicht so der Kreative. Da darfst du ran. Keine Ahnung. Chillen, lernen und eigentlich noch mehr chillen. So. Naja, lernen im Endeffekt, Sachen dazulernen, die ich noch nicht weiß. Mir die Zeit haben, mir über Dinge Gedanken zu machen, die mir wichtig sind. Ohne Fleiß kein Preis, aber es ist kein Wort. Ja, aber es ist ein gutes Sprichwort. Was bedeutet das? Nichts im Leben ist einfach, sogar Essen ist schwer. Mhm. Wenn man studiert, muss man lernen. Das ist der Faktor. Ohne geht's nicht. Studieren bedeutet für mich auf jeden Fall Selbststudium. Mich an bestimmte Termine halten und lernen, mich an bestimmte Termine zu halten, weil das fällt mir immer schon schwer. Studium bedeutet, den anderen Leuten weismachen, wie schwer es ist, aber dann irgendwie den ganzen Tag nur rumzuchillen. Ich wollte fragen, was studiert ihr denn? Wirtschaftsinformatik. Ich auch. Okay, und was ist das Beste am Studium? Ich finde, das Beste ist, dass man eigentlich selbst entscheiden kann, was einem Spaß macht oder... Ja, man ist halt einfach auf sich selber gestellt. Nicht wie in der Schule, dass der Lehrer die Anweisung gibt, sondern wenn du nicht mitziehst, dann ist es eigentlich deine Sache. Ja. Semesterferien? Die Freiheit. Ja. Ja, die Freiheit, einfach mal von zu Hause weg zu sein. Dass man sich die Zeit frei einteilen kann, dass man überlegen kann, was man denn jetzt macht, ob man in die Vorlesung geht oder ob man die Zeit lieber für sonst irgendwas gestaltet, dass man da so ein bisschen Spielraum hat. Sich selbst alles einteilen können. Also ich kann selbst entscheiden, wann ich was mache und muss mich nicht an irgendwelche Urlaubstage oder feste Arbeitszeiten halten. Wir stehen jetzt vor der Mensa und jetzt wollen wir mal schauen, was es heute zu essen gibt. Auf geht's! Wir laufen jetzt einfach mal mit und du erzählst mal, wie das so funktioniert hier in der Mensa. Also vorne gibt es wunderbare Monitore, die habt ihr natürlich nicht gesehen, schätze ich mal. Da wird es angezeigt, was es zu essen gibt, die verschiedenen Menüs für Vegetarier und alle anderen Fleischgerichte und so weiter und so fort. Und dann geht man rein, holt sich vorher noch ein Tablett und Besteck und dann wählt man aus, was man haben möchte, lässt sich das geben. Nimmt sich noch eine Beilage, Salat oder Nachtisch oder irgendwas und dann geht's fort zur Kasse. Okay, und wir holen jetzt einen Radler. Wir holen einen Radler. Übrigens alles per Chipkarte. Sehr praktisch. Und schön kalt. Vielen Dank. Danke. So, einmal durch. Und jetzt? Suche ich mir ein sonniges Plätzchen und werde anfangen zu arbeiten. Ich wollte euch mal fragen, was ihr so esst. Kartoffeln und ein Schnitzel und dazu noch ein bisschen Gemüse. Okay, schmeckt's gut? Super schmeckt das. Hammer. Super Mensa essen. Was macht ihr denn gerade in eurer Pause so? Wie lange habt ihr Pause? 2 Stunden und jetzt lernen wir. Hast du einen Lieblingsplatz am Campus? Ja, da draußen. Schön im Freien, mit viel Luft. Im Winter geht's auch, aber ist ein bisschen kalt. Sonst eigentlich gar keinen. Doch, die Hängematten da drüben sind richtig fantastisch, ja. Also das Café Chaos, wenn ich Zeit habe. Ja, oder für mich ist halt so die Mensa so der Brennpunkt. Ja. Vieles. Es gibt eine schöne Bib, kann man schön lernen. Es gibt ein schönes Studentencafé, Café Chaos. Es gibt eine Liegewiese, wo man sich ausruhen kann. Ich finde es schön hier. Alles da, was ich brauche. So Chaos, würde ich sagen. Ja, chilliges Ding. Auf jeden Fall. Das ganze E-Gebäude, hier sind die Informatiker. okay, verstehe. Ich mag auch die Bänke hinten, wo wir gestern waren, da wo die Grillplätze sind. Da ist es auch ganz gut. Und am alten Campus, weil es da ganz ruhig ist.
ja, Hängematten oder Kaffeechaos immer öfter. Ja. Wir haben jetzt mehrmals von den Studenten gehört, dass die voll gerne ins Café Chaos gehen. Was ist denn das Café Chaos? Das Café Chaos ist ein Treffpunkt, eine Begegnungsstätte, eine kulturelle Einrichtung, ein Platz, an dem man sich wohlfühlen und erholen kann vom Stress des Semesters. Hi, was macht ihr beiden denn hier auf dem Campus gerade? Wir haben uns getroffen, um mit Freunden gleich einen Film zu gucken im Café Chaos und deswegen sind wir hier erschienen. Und was habt ihr heute schon gemacht? Wow, wir waren den ganzen Tag spazieren, das war ziemlich geil, wir waren den ganzen Tag draußen. Genau, und dann waren wir noch an der Fulda und haben da ungefähr eine halbe Stunde lang gesessen und ja, haben da halt ein bisschen Zeit verbracht und danach ja, haben wir uns hier auf dem Weg hier auf den Campus gemacht. Ja. Wieso habt ihr denn so viel Zeit? Ja, ich habe jetzt gerade sehr viel Zeit, weil ich aus dem Auslandssemester wiederkomme und sozusagen meine ganzen Prüfungen schon hinter mir habe. Wo hast du das Auslandssemester gemacht? In Huelva in Spanien. Hallo, wir sind hier in der Bib und hier muss man flüstern. Und wir schauen jetzt mal, was die Leute in der Bibliothek hier so machen. Genau, die müssen hier nämlich lernen, weil es ist nur noch eine Woche und dann sind schon Ich habe meine Fliege vergessen. Das ist schade. Ich wollte euch fragen, was macht ihr denn gerade in der Bib? Eigentlich bin ich nicht eine Person, die gewöhnt ist, an der Bib zu sein, aber heute wollte ich mit ein paar Freunden lernen. Und ja, bis jetzt habe ich noch nicht alles kapiert, aber es gibt viele Bücher hier, um mir zu helfen. Wenn dann die Prüfungsphase sich nähert, dann setzt man sich wirklich auf den Hosenboden und tut dann was dafür, aber die ganzen 4-5 Monate ist man wirklich nur am Chillen. Und was studiert ihr? Studiert ihr das Gleiche? Nein, ich studiere IBWL, bin im 6. Semester. IBWL, was bedeutet das? Internationale Betriebswirtschaftslehre. Business. Oh, ja, okay. Businesswoman. Okay, und bei dir? Ich studiere digitale Medien. Beste Momente im Studium, was würdest du sagen? Semesterferien. Okay. Schön lang, Quatsch. Dass man hier die Leute kennenlernt, dass hier jeder gleichgestellt wird. Hier gibt es keinen, der anders ist. Wir sind alle Studenten. Ja, schwer jetzt ein konkretes Erlebnis zu beschreiben, aber auf jeden Fall die sozialen Kontakte. Also das ist hier schon das A und O. Wir führen so ein Büchlein, wo wir halt die besten Sprüche, auch aus Vorlesungen oder so, wo wir die sammeln. Da sind einige gute Sachen dabei. Ja. Was kann ich wirklich gut erzählen? Ja, ich habe tolle Freunde getroffen. Das ist sehr wichtig, Freundschaft, wenn man besonders allein im Ausland ist. Die Hochschultage waren ziemlich cool. Hochschultage, was ist das? Es ist ein dreitägiges Festival auf dem Campus der Hochschule Fulda. Hochschultage haben wir eben gerade schon mal gehört. Wart ihr auch dabei dieses Jahr? Ja, klar, alle 3 Tage. Was kann man da so machen? Spielen verschiedene Bands, das heißt abends ist auch immer gute Stimmung, es sind viele Stände da, an denen man verschiedene Essensangebote und Kulturangebote hat, wo man, weiß ich nicht, man konnte glaube ich Taschen bemalen, man konnte irgendwelche alten Konsolen ausprobieren und ja, viel Feierei auch, sodass man viele Leute auf einem Fleck hat. Es gibt echt viele geniale Veranstaltungen, Partys, Café Chaos, alles Mögliche, was hier angeboten wird, Hochschulsport, also es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann. Kann ich mich gar nicht für eins entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt noch eine abschließende Frage. Was habt ihr denn heute noch so vor? Wie geht der Tag weiter? Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Ich glaube, nachdem ich fertig bin, gehe ich einfach nach Hause, schlafe ich und ein bisschen Schnitzel essen. Das schmeckt mir wirklich gut. Wirklich gut. Okay. Ja, bei mir, ich habe gleich Feierabend und dann geht es nach Hause, weil ich habe auch heute sehr wenig geschlafen und ich kann kaum auf den Füßen stehen. Und dann lege ich mich erstmal hin. Also so sieht es bei den Studenten aus heutzutage. Die sind nachts wach und am Tage schlafen sie. Weil sie so viel arbeiten müssen. Genau. Und, ja. Dann wünschen wir euch mal gute Nacht noch. Ne? Ja, das war's schon wieder mit unserer Folge von Easy German. Wir hatten heute sehr viel Spaß. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir haben sehr viel von dem Campus hier in Fulda heute gesehen, haben erfahren, was man hier alles so machen kann. Und wir haben sogar noch eine Frage an euch. Wir würden nämlich gerne wissen, studiert ihr auch und
Wenn ja, was ist das Beste am Studium? Genau, und vielleicht habt ihr ja auch einen Lieblingsplatz bei euch an der Hochschule. Dann postet doch einfach eure Antworten unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Genau. Tschüss. Und tschüss. Die gute Dame wollte gerade wissen, was noch ein Radler ist. Ein Radler ist ein Mixgetränk aus Bier und Limo. Und er ist sehr erfrischend. Ja, kann ich bestätigen.